Wir starten unsere Expedition ein paar Kilometer außerhalb von Vanweil, denn die Koordinaten führen uns genau in den Lachenecker 1, direkt vor eine Gärtnerei. Gärtnerei Hespela. Schauen wir mal, ob Herr oder Frau Hespela zu Hause sind. Empfangen werden wir vom Senior Otto Hespela und wir lernen Sohn und Enkel kennen. Die Frauen sind gerade nicht da. Hespela. Jetzt haben wir drei Generationen auf einmal. Ein richtiger Familienbetrieb eben. Seit über 80 Jahren schon lebt die Familie Hespela vom Gemüsebau. Und seit 60 Jahren hier am Lachenecker, einige Kilometer außerhalb von Vanweil. Hier ist Joachim Hespela aufgewachsen und hat später dann den Betrieb vom Vater übernommen. Eine ganz bewusste Entscheidung. Wenn man in so einem Betrieb aufgewachsen ist und miterlebt hat, wie hier generationenübergreifend gearbeitet wird, dann ist so ein emotionaler Erwartungsdruck schon da. Und jetzt lastet was auf den Schultern? Oder? Nee, ich habe das eigentlich nie bereut. Das, ja, im Tagesgeschäft, ja, da bereut man das oft. Das sagt man auf gut Schwäbisch, so ein Scheiß, das würde ich nie mehr machen. Das Tagesgeschäft besteht aus Pflanzen, Ernten und Verkaufen. Gerade müssen die Tomatensetzlinge eingetopft werden. Jetzt heißt es, Geduld haben, bis die Tomaten reif sind. Das ist mein liebstes Gemüse. Ja? Also ich esse jeden Tag Tomaten. Jeden Tag? Jeden Tag. In irgendeiner Form jeden Tag Tomaten. Ohne Ketchup. Aber in der Tomatensaison oder ist ja, ich glaube, das ganze Jahr? Ich esse auch im Winter, ja. Es gibt auch im Winter ganz gute Tomaten. Das hat man nie ein Rad. Nee. Wahnsinn. Ja, ich meine, ein Spleen hat jeder, oder? Ein Leben ohne Gemüse kann sich Joachim Hespela nicht vorstellen. Seine Arbeit muss er nach der Natur richten. Dabei läuft es nicht immer so glatt. Vor ein paar Jahren stand der Betrieb unerwartet plötzlich auf der Kippe. Stellen Sie sich mal vor, 2013 war hier diese Hagelschneise. Der Betrieb war total kaputt. Alle Gewächshäuser, die Sie jetzt sehen, sind neu. Das Wohnhaus neu eingedeckt. Weil die Dächer... Alles zerschlagen. Von den Hagelkörnern? Waren solche tennisballgroße Hagelkörner. Was macht man dann? Da ist man dann an dem Punkt, wo man emotional sehr viel aushalten muss. Ja. Aber Sie haben es geschafft. Und ja, wir haben den Betrieb wieder aufgebaut und mit der Perspektive, dass es ja weitergehen soll. Weitergehen soll es am liebsten mit der nächsten Generation. Sohn Julian ist schon jetzt voll ins Geschäft eingebunden. Wenn man es von Kindesbeinen dann mitkriegt, dann prägt sich das schon irgendwie ein. Ja, dann macht man das eigentlich ganz gern. Und, ich habe es auch während dem Studium gemerkt, dass das Stadtleben zum Beispiel schon schön ist, ja, aber nichts auf Dauer. Warum nicht? Ja, weil es mir einfach nicht liegt. Richtig, auf dem Land liegt das Familienhaus im Lachenecker 1, direkt neben der Gärtnerei. Hier ist genug Platz für die ganze Familie, denn Zusammenhalt spielt bei den Hespelas beruflich und privat eine große Rolle. Wir leben das auch so, dass man hier die Vorteile, die die einzelne Generation oder die das Zusammen der Generationen bietet, ja, dass man das auch ausnutzt, dass die Älteren zum Beispiel einfach wissen, es ist jemand da, wenn sie mal Hilfe brauchen, dass sie aber auch die Erfahrung an die Jüngeren oder an die ganz Kleinen weitergeben können, dass mal eine Kinderbetreuung automatisch im Haus ist, solche Dinge, das sind die Vorteile. Ja. Die andere Seite, haben wir vorher gesagt, muss aber jeder seinen Privatraum, seinen Freiraum haben, also nicht immer automatisch alles zusammen, sondern in der Regel jeder für sich und wenn man möchte, zusammen. Vater und Sohn wollen uns noch den Hofladen zeigen. Hier gibt es alles, was die Gärtnerei produziert. Und Joachim Hespela will uns beweisen, dass seine Tomaten wirklich so gut schmecken, dass man sie jeden Tag essen kann. Welche würden Sie mir empfehlen als Tomatenkenner? Ich würde mal sagen, dass Sie einfach mal von diesen Tomaten hier probieren. Habe ich gehofft. Darf ich einen probieren? Da dürfen Sie mal gern probieren, ob die jetzt nach Tomate schmeckt. Schmeckt delikatess. Okay. Wie heißen die denn? Delikatess-Tomaten. Joachim und Julian Hespela müssen weiter. Gemeinsam schauen, dass in der Gärtnerei alles nach Plan läuft. Und wir beenden diese Expedition in den Lachenecker bei Vanweil.